Moin Moin und herzlich willkommen zu einem Video nach langer Zeit mal wieder. Wir haben da gerade den Einmalgrill an. Wir sind irgendwo in der Nähe von Braunschweig, sind hier mit dem Auto hergefahren und werden hier wohl auch heute übernachten, voraussichtlich zwischen den beiden Bäumen. Falls das nämlich Regen gibt, dann können wir das Tarp dazwischen aufstellen. Momentan sieht es aber nicht nach Regen aus. Ja, morgen kommt das Eigentliche, eigentlich so gesehen. Wir fahren morgen nach Braunschweig rein, lassen dort das Auto stehen und werden dann von dort aus mit dem Zug und einem aufblasbaren Kanu in den Harz fahren und werden dann die Oker Richtung Braunschweig fahren. Heute heißt es jetzt noch grillen und ein Bier trinken und dann werden wir auch irgendwann schlafen. Wir haben das jetzt irgendwie, was haben wir, wie spät ist das? 20 Uhr oder sowas? Steven ist übrigens mal wieder dabei. So. Und ja. Ich denke, das wird ein Video, also ein Einteiler. Ja. Ich melde mich bestimmt heute Abend nochmal. Seht ihr gleich. So, wir haben gegrillt. Jetzt sind wir noch mal ein Stückchen hochgegangen. Das ist der See, an dem wir übernachten hier. Oder wir versuchen es auf jeden Fall. Mit einer richtig geilen Insel drauf. Da sind auch die ganze Zeit irgendwelche Fischreiher und so. Und, ja. Inzwischen ist das, ich weiß gar nicht, wie spät das ist. Bestimmt schon 9:30 oder so. 21 Uhr auf jeden Fall. Ja, 9:30. Ja, 9:30, sagt er. Also. Unser Platz, wo wir übernachten, ist da vorne, wo ich vorhin gefilmt habe. Wir sind hier nochmal ein Stück hochgegangen, kann man besser aufs Wasser gucken, weil bei uns sind die ganze Zeit Bäume vor dem Wasser. Ja. Er filmt mich auch. Da ist er. Ja, auf jeden Fall, wir ja, machen uns noch hier einen recht schönen Abend und dann morgen früh haben wir gesagt, so. Ja, wollen wir einen relativ frühen Zug dann halt nehmen schon. Haben auch schon nachgeguckt in Braunschweig am Bahnhof, wo man relativ günstig parken kann. Und wir werden morgen auf jeden Fall den ganzen Tag unterwegs sein. Wir haben 37 Kilometer vor uns für die längste Strecke. Die kürzeste, die wir fahren können, sind dann irgendwie 30 Kilometer. Also wir sind auf jeden Fall den ganzen Tag morgen unterwegs. Guten Morgen. Ja. Da haben wir geschlafen und da ist der See, man sieht einfach gar nichts. Aber ja, wir packen jetzt zusammen langsam und dann, da klingelt schon ein Wecker, und dann geht es gleich zum Bahnhof, frühstücken, in den Zug und dann in den Harz. Seht ihr aber alles gleich. So, im Zug angekommen, unsere ganzen Sachen hier. Da. Ja, wir haben jetzt noch ein paar Minuten, dann fährt der Zug los. Der fährt ungefähr 24 Minuten und dann sind wir auch schon dort. So, wir sind schon ein Stück gefahren von da oben und haben jetzt gerade eine Pause gemacht. Da war so viel los eben mit anderen Kanuten oder wie das heißt. Dann mache ich dich mal los eben. Ja. Da fährt er. So, ich muss das jetzt ins Wasser kriegen noch eben wieder. Das mache ich aber ohne Kamera, weil das wird sonst sehr kompliziert, glaube ich. Ich glaube, das fängt an zu regnen, ja. Wunderbar. Ja. Windig wird es auch. Mit Hindernis da vorne, wie ein richtiger Baum im Wasser. Ja. Oh. Ich bin hier falsch gefahren. So. Ja, ich komm.
Ich hing nur wieder auf dem Grund eben gerade. Ja, ich habe die Kamera angemacht, habe mich drauf geachtet, wo ich lang fahre. Ich hoffe, das funktioniert mit der Kamera. Ich halte mich mit den Beinen, aber dann seht ihr wenigstens vielleicht ein bisschen was vor den Stromschnellen hier. Okay, mit dem Filmen war das jetzt nicht so gut. Ich muss mir unbedingt eine Halterung besorgen. Jetzt film ich mal ein bisschen die Decke, den Himmel. Einfach mal ein bisschen treiben lassen. So, wir haben jetzt eine Pause gemacht, das hat nämlich eben ein bisschen genieselt, aber die Sonne hat gleichzeitig geschienen. Ja, von da sind wir gekommen, jetzt geht das hier hoch. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte vom Weg haben wir geschafft. Ja, dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir fahren jetzt erstmal nach Wolfenbüttel oder so ähnlich. Da wäre dann halt wieder ein Bahnhof und je nachdem, wie das Wetter ist, weil in der Richtung ist das sehr grau und da hat das eben auch schon gedonnert. Ja, wir schauen dann da, ob wir von dort aus dann mit dem Zug weiterfahren oder ob wir noch ganz hoch fahren. Das gucken wir dann gleich. So, jetzt haben wir umgebaut. Da hinten ist mein Packcraft jetzt drin. Und jetzt haben wir hier auf zwei Sitze umgebaut und fahren dann mit dem hier nur weiter. Weil hier ist so gut wie gar keine Strömung mehr. Und so kommen wir ein bisschen schneller voran. Machen wir noch eben kurz 5 Minuten Pause und dann geht's weiter. So, jetzt sind wir kurz vom Ziel. Wir müssen jetzt ein Stück noch hochfahren. Ich schätze mal so 20 Minuten. Dann sind wir da. Da werden wir das Boot dann rausholen, alles zusammenpacken und zum Bahnhof gehen. Weil bis nach Braunschweig ist es zu weit, das schaffen wir heute nicht mehr, dafür sind wir ein bisschen zu spät los und haben auch viel Pause gemacht. Genau, aber das reicht auch, das sind jetzt glaube ich trotzdem 22 Kilometer gewesen. Genau. Das andere ist ja eingepackt, wir fahren jetzt nur noch mit dem. Da werde ich demnächst auch noch mal Videos zu machen, einmal zu dem Packcraft und einmal zu dem Story. Wollte ich dann mal einmal vorstellen oder beides in einem Video vielleicht mal gucken. Mit Natur natürlich auch zusammen dann. So, hier sind wir jetzt gerade aus dem Wasser raus. Haben das Boot jetzt eben darüber getragen. Jetzt packen wir alles auseinander. Luft raus. Und dann ist das von hier aus 5 Minuten zum Bahnhof, wenn überhaupt. So, die Sachen werden wieder im Auto eingeladen. Ja, somit sind wir in Braunschweig angekommen am Bahnhof und jetzt gucken wir mal, wo wir als nächstes hinfahren. So, wir wollen noch irgendwo übernachten, wir wollen noch mal zu einem See oder irgendwas oder einen Fluss oder so. Da werden wir noch mal übernachten heute irgendwo hier in der Nähe oder auf dem Weg nach Bremen. Ja, wir suchen da mal was raus und dann schauen wir mal weiter.
So, und zwar, das hat nur noch geregnet. Und geregnet und geregnet. Und dann haben wir ein bisschen Wetterbericht geschaut. Und im Wetterbericht stand auch nur Regen drin und so. Also für die Nacht, da hatten wir dann nicht so Lust mehr. Deswegen sind wir jetzt wieder nach Hause gefahren, nach Bremen. Und ja, damit würde ich jetzt das Video erstmal beenden. Ist nur ein kurzes Video gewesen, aber besser als gar nichts mal wieder. Und dazu, ja, wird demnächst halt nochmal was kommen wegen dem Kanu und wegen dem Packcraft. Das wollte ich mal ein bisschen vorstellen mit einer kleinen Tour zusammen. Und ich wollte auch dieses Jahr noch mehrere Touren mit dem Kanus machen und mit dem Packcraft machen. Deswegen werden da auch noch Videos kommen, genauso wie zum Beispiel auch der Community-Wandertag mit Autor, mit Sebastian, und noch so ein paar andere Sachen sind geplant. Und ja, ein paar spontane Wanderungen werden auch wieder kommen und so, und irgendwelche Sachen halt, die ich dann filmen werde. Ich habe jetzt auch eine andere Kamera wieder, eine, mit der ich vernünftig aufnehmen kann. Was ich mir noch besorgen muss, ist das Mikrofon. Aber das kommt auch demnächst dann nochmal bald, ein neues. Genau. So, bis dahin würde ich sagen, ciao.